Ja, hallo zusammen. Als nächstes müssen wir die Stetigkeit von Funktionen wiederholen. Und das war ja anschaulich, dass innerhalb des Definitionsbereichs die Funktion keine sprunghaften Änderungen hat. Also wenn x sich nur wenig ändert, ändert sich der Funktionswert dann auch nur wenig. Ich zeichne mal einen Graph von einer stetigen Funktion. Der sieht vielleicht so aus, wenn jetzt hier das unser Definitionsbereich ist, dieses Intervall a, und dann haben wir innerhalb dieses Definitionsbereichs keine sprunghaften Änderungen des Funktionswerts. Ja, wenn x sich nur wenig ändert, ändert sich der Funktionswert f von x auch nur wenig. Und formal ist das jetzt ein bisschen anders definiert, ist die Stetigkeit nämlich erstmal so punktweise definiert an einer bestimmten Stelle klein a. Nehmen wir mal diese Stelle klein a beispielsweise, und dann heißt es, die Funktion ist stetig an dieser Stelle a, wenn der linksseitige und der rechtsseitige Grenzwert, wenn x gegen a geht, mit dem Funktionswert an der Stelle a übereinstimmt. Schreibt das mal auf. F ist stetig in a, wenn jetzt der linksseitige Grenzwert, wenn x also immer größer wird, gegen den Wert a geht von f von x, gleich dem Funktionswert an der Stelle a ist, und das wiederum auch mit dem rechtsseitigen Grenzwert, wenn x immer kleiner wird gegen a geht, von f von x übereinstimmt. Also der linksseitige Grenzwert, wir nähern uns hier von links mit einer beliebigen Folge, mit jeder beliebigen Folge dem Wert a. Dann nähern sich die zugehörigen Funktionswerte dem Funktionswert an der Stelle a. Das ist der Funktionswert an der Stelle a. Also der linksseitige Grenzwert stimmt mit dem Funktionswert überein und außerdem auch der rechtsseitige Grenzwert. Also wenn wir uns mit jeder beliebigen Folge von rechts dem Wert a annähern, die zugehörigen Funktionswerte nähern sich da auch dem Wert f von a an. Also linksseitiger gleich rechtsseitiger Grenzwert gleich Funktionswert an der Stelle. Wenn das der Fall ist, sagen wir, die Funktion ist stetig in diesem Punkt a. Und wenn das jetzt für jeden Punkt des Definitionsbereichs gilt, dann sagen wir, die Funktion f ist insgesamt stetig. Also wir sagen dann insgesamt, f ist stetig, wenn f stetig ist in allen Punkten a aus dem Definitionsbereich a. Ja, also überall im Definitionsbereich, an jeder einzelnen Stelle klein a, ist die Funktion stetig. Dann sagen wir insgesamt einfach nur noch, f ist stetig. Dann können wir uns jetzt noch kurz ein paar Beispiele angucken, wo die Funktion nicht stetig ist. Also gucken wir uns mal an, wo ist f nicht stetig in a. Es kann zum Beispiel sein, dass der linksseitige Grenzwert mit dem Funktionswert an der Stelle a übereinstimmt, aber der rechtsseitige Grenzwert stimmt nicht damit überein. Das wäre das erste Beispiel. Dann kann es natürlich auch genau umgekehrt sein. Der linksseitige Grenzwert stimmt nicht mit dem Funktionswert überein, aber der rechtsseitige Grenzwert stimmt mit dem Funktionswert an der Stelle a überein. Das wäre auch eine Funktion, die nicht stetig ist. Dann kann es sein, dass der linksseitige und der rechtsseitige Grenzwert beide nicht mit dem Funktionswert an der Stelle a übereinstimmen und außerdem auch die beiden, der linksseitige und der rechtsseitige Grenzwert, noch unterschiedlich sind. Und schließlich kann es noch sein, dass zwar der linksseitige und der rechtsseitige Grenzwert übereinstimmen, aber an der Stelle a wir einen ganz anderen Funktionswert f von a haben. Ja, das wäre auch ein Beispiel dafür, dass die Funktion nicht stetig ist. Also linksseitiger gleich rechtsseitiger Grenzwert gleich Funktionswert an der Stelle a, wenn das erfüllt ist, dann ist die Funktion stetig. Es gibt auch noch andere Definitionen der Stetigkeit, die gucken wir uns aber jetzt hier nicht an. Ja, so viel zur Stetigkeit. Bis bald.